Eisen. Naja. So. Genau. Da geht alles leicht. So. Ich bin wieder da. Und ich sehe, ich habe gesehen vorhin, das Spiel wurde leicht gepatcht. Es gab Sachen. Man sieht sofort einen kleinen Unterschied. Symbole sind ein bisschen anders. Naja. Ich glaube, es hat sich für mich jetzt nichts verändert, großartig. Was mit Archetypen wurde vereinfacht. Sobald man den zweiten hat, kann man ihn benutzen, ohne Level oder irgend so ein Gedöns. Aber sowas sieht man ja gar nicht. Habe ich noch nichts verpasst. Interessant, was ich gelesen habe. Die haben so den Schrott, den man bekommt, also Geld und so weiter, ein bisschen angepasst. Das heißt, mein ganzes Geplärre von wegen, vielleicht cheat ich am Ende, haha, für Geld. Haben sie selbst sozusagen schon ein bisschen in die Hand genommen. Also, ja. Bin ich nicht der Einzige, der der Meinung war, dass man mit dem Geld zu viel gegrind oder so auf sich haben könnte. Was war das gerade? Egal, ich weiß nicht, wo ich gerade bin. Also, ja, ja, Escher immer noch. Ich habe ganze 2 Tage nicht gespielt, glaube ich. Oder, naja, 1,5. Bin nicht so ganz drinne wieder. Aber naja. Und noch ein... Fuck. Okay. Vielleicht geht's so runter ganz. Ist das ein Gefängnisbereich? Wait. Okay. Das macht mir Sorgen. Ich bin es gewohnt, dass es nur ein Durchgang ist ins nächste Gebiet, aber das hier scheint ja... Oh oh. Ich traue mich nicht, da runter zu gehen. Okay, ich gehe erstmal ein Stück weiter. Kann keine Gegner zu geben. Also was auch immer ich für eine Welt gerollt habe, ist echt sehr passiv, oder? Unser allererstes Gebiet... Oh, ich bin krank. Unser allererstes Gebiet hatte nur die Elite-Gegner. 2 Stück allerdings nur. Jetzt soll ich doch zu dem Altar da unten hingehen erstmal. Oh. Ich muss nur was gucken. Level Gewichtheber. Neues Attribut. Gleich mal gucken. Oh, oh, okay. Noch einmal. Ach, explodiert oder schlecht. Deswegen leuchtet die auch so rot, okay. Okay. Dann lassen wir aus dem Kampf raus. Ist das vorbei? Na, geht. Ah, oh, ich finde diesen Ring so toll, den ich gefunden habe. Ich bin der Meinung, der sollte mich einfach voll heilen, wenn ich nicht mehr im Kampf bin. Was war der Ring für? Nach 2 Sekunden Sprinten heilt er mich so langsam. Und da man ja jetzt unendlich Ausdauer hat, wenn man nicht im Kampf ist zum Sprinten, kann ich mich damit immer voll heilen. Also warum macht er mich nicht einfach direkt voll und fertig? Naja. Ist überhaupt gar kein Weg runter vielleicht. Und dass ich diesen großen Kreis gehe und runterkomme, oder? Sieht's aus. Gut. Dann hat dieser Gedankengang auch keinen Sinn gehabt. Ja, Geld. Kein Geld. Scheiße. Egal, ich habe wieder volle HP. Also hat das schon Sinn genug gehabt.
Nein, ne? Gut. So, was ich gucken wollte. Oder gar nicht, oder eins von beiden. Ja, dann plus vier. Hier war Sichtfeldmodifikation. Ich muss mal was ausprobieren. Groß ist das oder sowas. Boah, das war klar. Aber ich glaube, es ist mal perfekt, um ein Problem zu beheben, was ich habe. Nee, warum nicht? Ah ja. Ist übertrieben. Aber ja. Boah, Fischauge. Hasse es. In dem Fall ist es allerdings wiederum gut, dass es auch die Kameraposition beinhaltet. Weil die stört mich, die ist zu nah für mich. Auf 1. Aber um nicht zu viel Fischauge zu haben, versuchen wir mal sowas. 1. Such mal 1-1 kurz. Fuck. Ist schon noch ein bisschen, ne? Gerade im Nahkampf habe ich das Gefühl, die Kamera zu nah ist. Ich bin überhaupt kein Fan von diesem großen Sichtfeld. Aber wenn es halt die Kameraposition beeinflusst. Ja, muss so gehen. Ego-Shooter spiele ich auch mit dem 70er oder sowas, wenn alle so hochdrehen wie nur möglich. Und dann ignorieren, wie scheiße das aussieht. Naja. Okay. Na gut. Kommt noch mal was? Neue Gegner oder so hat? Na gut, ist offensichtlich, oder? Die fallen so sehr auf, die Dinger. Na los. Schon wieder. Oh ja. Ja, ja. Verdammt. Ich sag ja nicht mehr. Nicht gespielt ein paar Tage. Weiß ich nicht mehr, was ich drücken muss. Na komm. Fuck. Okay. Oh. Es hört sich richtig an. Okay. Keine Funktion, okay. Fuck. Ich dachte mal, es hätte eine Todesfalle sein können. Aber wie frech ist das Spiel in der Hinsicht? Das weiß ich noch nicht. Gibt es Instant-Todfallen oder sowas? Wir haben ja Licht. Schon wieder Sachen, ne? Ist einfach nur was zu lesen. Eine Kiste. Wobei ich jetzt also Kiste, Items, Gegenstände, Moment. Menü, Charakter. Fuck. Ich höre die ganze Zeit Sachen, das ist gemein. Was haben wir jetzt gelernt? Oder was haben wir bekommen? Nutzgewicht. Die Ausdauer kostet für jeden Gewichtsbereich, werden verringert. Interessant. Heißt, das Ding hier. Und ich kann es leider nicht testen gerade, weil ich keine Ausdauer vom Rauch außerhalb des Kampfes. Aber halbiert, ja, für jeden Gewichtsbereich. Heißt das jetzt kosten diese 12% der Ausdauerleiste oder was immer? Dann könnte ich ja die schwere Rüstung wieder anziehen. Ich weiß nicht, wie viel
das schadenstechnisch und so weiter ausmacht. Oh, da steht's. Wenn die es halbiert sind, die Kosten, dann ist es ja die gleiche wie als die mittleren. Oh. Werden wir sehen. Wenn es mir zu schwerfällig wirkt, dann wechsle ich wieder zurück. Gut. Wir haben ein Buch. Was soll's? Was haben wir denn? Erstmal gucken, wie viel wir haben. Ich sehe nur eine Seite. Das ist, sieht gut aus. Okay. Wünschte, es wäre besser zu lesen. Egal. Na gut, ich könnte den machen. Nein, ich bleibe dabei. Die Laemir sind Narren. Ich wüsste gerne, was das für ein Zusammenhang ist. Aber gut. Die Laemir sind Narren. Ihr Verstand ist wie Stein, unbeweglich. Sie sind nicht besser als die alten Vaunt. Vaunt. Ohne die Gunst der Kaiserin wäre ich verstoßen worden. Ja, oder Schlimmeres. Okay. Alle Paaren kennen Eafir, das Lied der Welt. Eafir, das Lied der Welt. Aber ich sage dir, es gibt ein viel größeres Lied, eines, das im Raum zwischen den Orten summt. Dieses Lied hat eine Kraft, die der Magie der Laemir nicht unähnlich ist. Aber während die Tricks der Laemir nun eine geliehene Kraft der leuchtenden Steine sind, ist diese Magie ungewohnt. Die wahre Magie des Machens. Die Kraft, den Leblosen Leben zu geben. Er würde darauf verzichten, das Fleisch derer, die einst lebten, wieder zu binden. Keine Tricks der Laemir, sondern das wahre Leben an das binden, was nie war. Was nie war? Wait. Einst lebten wieder zu binden und sie sagen, was nie war. Das ist Widerspruch, oder? Ja, ich werde ihre Hoheit in einem großen Spektakel demonstrieren. Dem können die Laemir nichts entgegensetzen. Sie werden es nur schmerzlich hinnehmen müssen. Es erinnert mich an das eine der Bücher, ich glaube aus dieser Bibliothek. War das dort? Weltenbaum, Wurzel, Wiederbeleben, irgendwas. Also irgendwas habe ich gelesen. Hing das damit zusammen? Ich weiß es gerade nicht. Egal. Ist mir das nicht hundertprozentig unbekannt. Was ist das denn? Ey, ich hab doch gerade erst Patch gegen Bugs und so, aber Texturen-Bugs habt ihr gelassen, ja? Steinmann ist sie. What? Ey. Okay. Interessant. Steinmann ist sie, Ringe. Wolver. Ey, es wurde übersetzt, oder? War das nicht von Tagen, von zwei Tagen doch Englisch? Kann sein. Das ist ein Sprintring. Also, Widerstand gegen ein Element wird erhöht. Bist du? Ringert, eingehenden, take it. Ich meine, ich habe die Tank-Klasse genommen. Das ergibt sogar Sinn zur Zeit. Anyway. Ja, keine Blitzresistenz. Okay. Stimmt, das ist auch Verrüstung, ne? Du musst viel mehr anschauen. Wird schon stimmen, der Regen, ne? Ah. Ich hätte die Kiste wohl nicht aufmachen dürfen. So. Bis ich so mache. Wow. Er kann mich one-hitten. Okay, okay. Haben wir was gelernt. What the fuck? Unfair. Oh. Was nächste? Feuerrate. Modflos. Ich weiß immer noch nicht, wie die funktionieren. Ich muss mich mal informieren. Oh, liegt doch was drum. Doch so Ding. Toll. Jetzt kann ich nie mehr gehen, weil ich immer Angst vor diesen Dingern haben muss. Ey, ey, ey. Und das meinte ich jetzt hier. Ring, ja, mach mich voll. Ich kann jetzt im Kreis laufen und bin dann eh voller HP. Muss ich nichts für machen. Schalter. Na gut. Wo das Ding wieder runter macht Sinn. Kann ich gegen eine Wand laufen? Schade. Ich meine, in früheren, älteren Spielen würde das gehen. Wenn es keine Visionsabfrage wirklich gibt.
Ja, ich sprinte meine HP voll. Kann ich nichts gegen machen gerade. Richtig. Ich bin hier weg. Angst vor euch. Weil ihr mich molletten könnt, scheinbar. Wait, was sehe ich denn da auf der Karte? Ist das Kiste? Oh, Kiste. Oder Sarg oder. Mhm. Oh. Komm ich denn her? Wait, da kommen wir her. Da lang. Es geht sogar runter, aber. Wait, okay. Kommt mit dem, was ich da hinten gefunden habe, wohin? Und davor war ein Safe Point, ne? Das heißt. Es könnte doof sein davor. Eigenschaftspunkt. Wo seid ihr? Nur du? Okay. Was machen wir damit? Sowas weitermachen. Ich habe überlegt. Ich habe mir überlegt, den Heilmod zu kaufen, wenn das Geld einmal da ist. Deswegen überlege, ob ich Mod-Aufladezeit skille. Ach, das ist ein folgendes Wolke. Okay. Hm. Ja, zumindest ist es vorbei. Geil. Vollkommen verzweifelt, fast so eine Scheiße, ey. Das klang mehr demotiviert. Okay, ich wieder hoch, ne? Also müssen wir einfach wieder runtergehen. Ja, immer alles komplett angucken, ne? Wie viel Geld habe ich? 1,8. Oh, ich könnte mir den Hotbot kaufen sogar. Falls sie den Preis nicht verändert dann ins Negative. Vielleicht ist er billiger geworden. Wieso habe ich Angst vor Druckplatten am Boden? Fallen oder so. Mhm. Wieso ist hier so ein Licht? Das sind die Kristalle, ne? Oben war ja auch so ein leuchtender Kristall. Überlegt, ne? Soll das jetzt so noch ein Loch nach oben, nach draußen sein? Wegen dem Licht, aber. Ne, natürlich ist das nicht. Wir sind ja in einer Höhle. Je tiefer es als. Ist es das? Wir wissen es gar nicht. Wir sind durch den Ladescreen gegangen. Ja. Endlich vorbei. Na, ich bin noch im Kampf. Jetzt nicht mehr. Ach, der Ring ist toll. Noch so ein Ding. Ich krieg so viele von den Dingern. Oh Gott, noch so ein Ding.
Und hier wird es wahrscheinlich zum Dings gehen, das heißt. Also vielleicht. Zum Dings ist immer eine gute Aussage, ich weiß. Zum Altar. Dingens. Wait. Dass das eine Illusionswand ist. Ist ja das Problem, so was gibt es. Fuck you. Just say. Ich hoffe, ich lese bald irgendwelche Patch Notes. Wir entfernen alle Illusionswände und machen einfach auf. Er hat gequietscht. Sein, dass vorhin der Typ auch da war schon und der die verzaubert hat, dass sie explodieren im Nachhinein? Dass das seine Fähigkeit ist? Bei ihm hat er ja nichts gemacht, wenn ich ihn überrannt habe. Ne? Loot. Loot. Ihr seht, es verringert Schaden um 6% pro Bewerk. Wow. Ja, ich habe irgendwo mal was gegoogelt und habe ich gesehen, es gibt diese Statusanzeige. Oben links, habe ich damals einfach übersehen. Egal. 6%, das geht echt. Google des Plünderers. Oh, Schmuck, wir haben noch keinen. Es knarrt immer auf einmal, ey. Ruhm des Plünderers. Wird eingesammelt Altmetall. Oh. Herstellungsmaterial in der Nähe werden antwortet. Oh mein Gott. Ich glaube, ich trag das ganze Spiel über. Da muss ich kein Geld ercheaten. Egal. Ruhm des Plünderers. Eine Sammlerin der Ghoul hat dies vor vielen Jahrzehnten gefunden, nachdem Ford und seine Leute Yesha überfallen haben. Ich glaube, dass ein Glückstalismann der Paxotec sei. Doch es ist unklar, wie viel Glück es dem vorigen Träger gebracht hat. Deswegen quietscht das hier so. Aber er hat mich nicht bemerkt. Aufgrund ihrer Macht dachten die Ahane, dass sie die Ghoul kontrollieren können. Aber sie erkannten nicht, dass die Macht immer den Einfallsreichen zufließen kann. Hey, Geld, oh geil. Mehr auch mehr Heiltränke. Gut Würze kaufen dadurch. Oh, das stackt sich alles hoch. Yes. Magnet. So geil. Na gut, es braucht einen Ausrüstungsplatz. Und hat keinen Kampfstatus, also keinen Kampfvorteil. Na komm, explodiert einfach. Und alles gut. Ich hatte das den Linken nicht sofort getroffen. Mein Gott. Ja. Spritzen wir jetzt wieder die HP voll, I guess. Escher beschützen. Beschützt doch. Oh, 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 wow.
Sage ich es einfach mal, ich habe das... Heilige Scheiße! Ja, ich habe das perfekt abgepasst mit meinem Reds-Timer. Ich weiß noch nicht, wie genau das jetzt war, aber ich habe gesehen, ich habe überlebt. Alles professionell zufällig geplant. Wait. Naja. Das passt nicht mehr. Ach, Munition voll, gut. Übrigens nicht zufrieden mit dem Gewehr. Das stinknormale Assault Rifle wäre cooler gewesen irgendwie. Naja. Noch was? Auto sammeln. Auto einsammeln for the win. Es hätte eine Wand sein, könntest du durchrennen. I don't know. Manchmal wirkt es halt einfach so. Auch wenn die Position keinen Sinn gemacht hätte. Hey. Sind wir hier unten? Ich würde sagen, wir gehen wirklich, wenn wir es können, auf die Erde zurück. Lass uns gucken. Zurück zur Station, hau rein. Falle ich ja nichts durch. Ha. Oh, doch nicht? Hey. Ein paar Sachen schauen. Erstmal. Wir müssen dir. Die Pest hat dieses hier noch nicht verletzt. Jo. Gut. Ah. Was hattest du genau? Immer noch nur diese Sachen. Belegtstaub brauche ich mehr für die. Wir haben ja sowas gelernt. Einfach in die Waffe einbauen, ne? Durchgehendes Ziel erhöht den Fernkampfschaden bis zu 10%. So, ne? Tötung und Nahverfolgung, weil wenn eine Fähigkeit aktiviert wird, wird Nahkampfschaden erhöht. Oh, klingt an sich interessant. Oder Online-Energie. Mod stellt sich wieder her ein bisschen. Mod Schaden, wenn man so spielen will, okay. Nahkampfschaden, wenn graue Gesundheit gegenwärtig ist. Aha. Wann ist grau? Ich habe mich drauf geachtet. Nahkampf, gewährt ein Schild. Hier ist die Frage, ob es pro Treffer ist. Und dann wäre so eine schnelle Einhandwaffe natürlich viel sinnvoller. Spammen für ein Schild. Dann haben wir alles Schild. Hier. Aufgeladen. Stimmt, es gibt aufgeladene Angriffe. Ist die ganze Zeit. Nachdem man halt einen Schaden ist, der nächste Schuss einer eine Waffe. Höhe? Wer will denn sowas? Ja. Einfache Nahkampfangriffe erhöhen den nächsten aufgeladenen Angriff. Also vieles besonders sehe ich nicht. Okay, was? Wie funktioniert das? Was ändert sich? Erhöht den Schaden so ein bisschen. Das war's. Und das verbraucht die Verdorbenen. Gut zu wissen. Ja, sonst ändert sich nichts. Ich brauche Blutung irgendwie. Vor der Pest. Ja. Wenn ich Blutung irgendwann verursachen kann, dann wird das nochmal interessanter. Falls ich die Waffe nur noch benutze irgendwie oder so. Ne? Genau, zu dir wollte ich was gucken. Es hieß... Ah. Hey, Fremdling. Weil es hieß, es wurde billiger. Kein Zwang an. Halbiert, ich glaube, ernsthaft? Halbiert, glaube ich, ist das der Preis. Das gefällt mir. Just saying. Wollte es nur wissen. Ich bin hier, falls du etwas brauchst. Wollte eigentlich Mod kaufen, das muss ich zum Dinges. Du hattest Eisen und sowas. Hey, hast du vielleicht da draußen Clementine gesehen? Noch nicht. Es gibt keine verlässlichen Informationen. Ich glaube, Bo ist kurz vorm Durchdrehen. Nein, ich habe sie noch nicht gefunden. Ich muss... Nö, habe ich nicht. Das ist schade. Nun, du hast mich niemals aufgegeben. Ich denke, du wirst auch sie nicht aufgeben. Versuch es weiter, okay? Sie muss irgendwo da draußen sein. No. Die verkaufst du auch, stimmt. Ist zu teuer. Zumindest für jetzt. Ich brauch's ja für noch nichts. Komm zurück, wenn du etwas brauchst. Ja, ja. Was habe ich im Patchnote was gelesen? Wenn man sich Matschzahns Geschichten anhört, sollte man einen Gegenstand bekommen. Das hat mich jetzt dahin gespoilert. Ich muss mir alles von ihm anhören, damit ich was bekomme. Verschwende nur eine Runde Zeit. Brauchst du etwas? Ich habe noch ein paar Fragen. Ich rede einfach mal mit dir eine Runde.
Erstmal ruhig. Na sicher. Ich koche schon den ganzen Tag. Und damit der Geschmack auch steht. Stimmt, du hattest letztes Mal noch keine, glaube ich, ne? Oh. Okay, es gibt einiges. Was haben wir denn? Gesundheit erhöhen um 25. Langweilig. Ausdauer. Ausdauerregeneration. Eine Stufe. Eine Strafe um 50. Ah, okay. Sehr viel mehr Ausdauergedöns. Wie lange hättest du? 60. Weißt du, wozu Max erhöhen, wenn das einfach viel besser ist? Egal. Erhöht Gesundheit um 6%. Ausdauer um 6%. Bewegungsmuskel. Okay, cool. Gefällt mir. Bewegungstempo 10. Nett. Rüstung und Reis. Das könnte wirklich interessant sein. So tanky, wie ich eh spiele. Ungewollt. Belastung. Okay. Kann man stärkere Rüstung anziehen ohne Effekt. Regeneriert Gesundheit. Okay. Die würde mich unglaublich interessieren, wenn ich nicht diesen Ring hätte. Es ist das wie eine Pfeife, doch hört man nichts, wenn man sie bläst. Es ist eine Pfeife. Es scheint so, als ob bei Verwendungszweck für eine andere Geräuschebene bestimmt ist. Ja. Hundepfeife oder sowas, ganz klar. So ein haben seit Jahren nicht mehr zu Gesicht bekommen. Als ich damals in die Armee war, haben sie sich als äußerst nützlich erwiesen. Okay. Solange du wieder zurückkehrst, hä? Genau. Hallo nochmal. Ich hoffe, du willst Geschichten ja hören. Unfreiwillig, ja. Hab ich reichlich. Zeig mal her. Na gut, Fremdling. Vielleicht habe ich ein paar Antworten für dich. Mir eine Geschichte erzählen. Darauf kannst du wetten. Aber es sind nicht nur Geschichten, Fremdling. Sie sind objektive Wiedererzählungen von echten Verkommnissen, die unglaublich sind. Ach. Nun, wo fange ich an? Es gibt niemanden auf diesem Planeten, der schöner oder gefährlicher ist als die Mottenkönigin. Sie herrscht über einen alten Sumpf, ungefähr 100 Meilen oder so in diese Richtung. Die Leute sagen, wenn du einen der Türme hier in einer klaren Nacht hochkletterst, kannst du die Lichter des Sumpfes leuchten sehen. Aber das sind keine gewöhnlichen Sumpflichter. Und sie ist keine gewöhnliche Königin. Sie führt ihre Leute nicht, die eigentlich keine Menschen sind, wenn ich es mir recht überlege. Wie dem auch sei. Die Mottenkönigin zieht ihr Volk an wie... naja, wie eine Motte, schätze ich. So lautet der Spruch. Wie auch immer... Sie fängt die Leute mit ihrer Schönheit und ihrer vermotteten Prächtigkeit ein und lässt sie nie los. Sie infiziert ihren Verstand, also wollen sie niemals gehen. Und sie verwandelt sie in etwas anderes. Wenn du diesen Weg gehst, verliere nicht den Kopf. Denn dieser Sumpf war einmal eine so große Stadt wie hier. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Ich glaube, er redet ja von der Teil aus dem ersten Teil, diese, naja, Mottenkönigin, wie er nennt. Ich weiß gar nicht, wie sie heißen, aber ja. Meint er die? Standvergiften, bla blub. Kommt hin. Ja, noch mehr Geschichten. Aber sicher. Mal sehen. Oh, also ich wurde von den verrückten Acht getrennt. Meiner Bande, verstehst du? Wir wurden von diesen großen alten Holzmonstern verfolgt. Größer als ein Mensch. Mit 10-mal mehr spitzigen Enden. Fiese Zeitgenossen. Die anderen haben sich in einem bruchstückhaften Gebäude versteckt und die Tür verriegelt und mich dem Tod überlassen. Es gab keinen Weg hinein. Aber da waren diese alten Rohre unter der Erde. Abwasser. Dem Gestank nach zu urteilen. Aber ich wollte nicht draußen bleiben
während Holzmonster herumschlichen. Also hielt ich den Atem an und kroch durch. Das muss eine halbe Meile gewesen sein. Ich stürzte aus den Rohren und direkt in die Mitte der verrückten Acht. Sie hielten eine Beerdigung für mich ab. Ich stehe auf, komplett mit Matsch bedeckt. Und weiß Gott noch was. Und lächle. Und so bekam ich den Namen Matschzahn. Ah. Ich glaube, von dem Riesenviech hat er im ersten Teil erzählt auch schon in der Geschichte. Vielleicht täusche ich mich auch. Aber so ein übertrieben großes Viech habe ich irgendwann mal gelesen oder gehört. Noch mehr Geschichten. Die hier ist gut. Hm. Hab ich dir je das Geheimnis meines Eintopfs verraten? Ach, besser so. Nun, das werde ich auch nicht. Aber ich werde dir verraten, wie es dazu kam. Ja, das Originalrezept stammt natürlich von meiner Ma. Aber das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Meine Ma hat immer einen feinen Eintopf gemacht. Aber er war eigentlich nicht der Rede wert. Nicht bis zu dem Tag, an dem ich und die verrückten Acht in so einem alten, mittelalterlichen, wir waren in einem dieser Medizinkomplexe gefangen, voll mit pharmazeutonischem Zeug, oder wie man das nennt. Und ich hatte nichts als ein totes Kaninchen und eine Zwiebel an meinem Gürtel, die nicht viel taugten, aber damals in Mode waren. Also haben wir uns ein paar Zutaten gesucht. Nun, diese Hospitäter haben selten was zu essen. Aber man kann da ein paar ziemlich scharfe Gewürze finden, wenn man sich damit auskennt. Und das tue ich. An dem Abend aßen wir den besten Eintopf unseres Lebens. Hat uns tagelang versorgt. Bis das Holzmonster draußen endlich gelangweilt abdackelte. Und das ist der gleiche Eintopf, den ich heute mache. Ich benutze sogar noch dieselben Zutaten wie die Medizinchen damals. Sogar bessere. Also pumpst du uns mit Medikamenten voll. Garlet. Und du setz dich mal hin, ich will nichts von dir. Muss ich aufstehen für mich. Na gut, hau rein. Was gibt's noch? Ich glaube, diese Geschichte kennst du noch nicht. Die anderen vor schon? Vor langer Zeit, als ich nur 10 Jahre alt war. Oh, vor 100 Jahren. Kam ich zu einem Ort namens Zufluchtsort. Der Zufluchtsort hieß aus gutem Grund so. Es war ein Ort, an dem die Menschen kamen, um sich von den Holzmonstern zu befreien und sich gegenseitig zu beschützen. So wie dieser Ort. Ha. Mann, der Zufluchtsort hatte alles. Die Leute dort hatten funktionierende Motoren und Straßen voller Obstbäume. Und eine Sache, die ich habe nie... Ah, es könnte meine Erlösung sein, aber... Ja, ich bin wach. Mann, der Zufluchtsort hatte alles. Die Leute dort hatten funktionierende Motoren und Straßen voller Obstbäume. Aber der Zufluchtsort hatte diese eine Sache, die ich seitdem nicht mehr gesehen habe. Sie nannten sie Beweger. Und ich kann sie immer noch in meinem Kopf sehen. Sie schlossen diese Batterie an, weißt du? Aber es war keine Energie gespeichert, sondern Geschichten. Sie schlossen es an ein Rad und Licht an und los ging's. Ganze Welten tauchten auf der Wand auf. Sprechende Hasen und brüllende Schweine. Und diese eine echt mürrische Ente.
Vielleicht ist es so etwas wie Fords alte Kristalle. Nur, dass man nicht in die Beweger hineinlaufen konnte. Glaub's mir, ich habe es versucht. Ich habe versucht. Bums, da fiel ich um. Nein, sie haben nur für dich gespielt. Ton und alles. Und man wurde an einen anderen Ort transportiert. Vielleicht mag ich Geschichten deshalb so gern. Da habe ich bis jetzt nie wirklich darüber nachgedacht. Redet ihr von Projektoren oder sowas? Aber das ist zum Ende hin hat es keinen Sinn mehr gegeben. Wobei da eh total Bullshit redet die ganze Zeit immer wieder. Ach, der senile alte Mann, wie witzig. Haha. Ja. Mehr Geschichten. Ich glaube, diese Geschichte kennst du noch nicht. Mal sehen. Du hast von den alten Stationen gehört, richtig? Verflixt, ich denke schon. Du bist schließlich auf einer. Die Stationen waren der Ort, an dem die Saat geboren wurde. Regierungsexperimente, verstehst du? Nun, die Älteste, namens Gusek. Alles begann mit dieser Station. Und dort war es am schlimmsten, weißt du? Also dieser verrückte Wissenschaftler namens... lass mich mal sehen. Was meinst du, Haskard? Wie hieß er noch gleich? Neville? Leto war sein Name. Leto. Er sagte, es gäbe nur einen Weg, das zu stoppen, was wir getan haben, um die Welt zu retten. Also flog er mit seinem Hubenschrauber. Damals flogen sie damit, weißt du? Dafür wurden sie gebaut. Und er schaute hinunter auf die Station, wo die Saat wie Ameisen herausströmte. Und er sagte, jagt den Schrotthaufen in die Luft. Und Mann, das taten sie. Das ganze Ding explodierte. Aber es hat die Saat natürlich nicht aufgehalten. Leto. Ich kenne Leto nur aus Letos Labor und Letos Rüstung. Da gab es ja so einen kleinen Teleporter, der einige Menschen gekillt hat, weil er sie in Wände teleportiert hat und so ein Bullshit. Da kenne ich den nur, sein Labor. Geschichten. Die wird dir gefallen. Ja, ich zweifle dran. Hab ich dir nie davon erzählt, wie ich 300 Holzmonster auf einmal getötet habe? Hast du die Bombe geschmissen aus der Vorgeschichte? Das ist eine Geschichte. Also, ich lebte oben in diesem Hubenschreiber oder wie man das nennt. Ein großartiges Scharfschützennest. So konnte ich die Holzmonster aus einer Meile entfernen. Ach so, nach und nach. Ich dachte auf einmal. Eines Nachts wachte ich von einem Rascheln und Heulen auf. Ich schaute nach draußen und da waren überall Holzmonster. Hunderte von ihnen. Aber sie hörten nicht auf zu kommen. Und ich dachte, das war's dann endlich. Ach. Aber dann sah ich versteckt hinter einem alten Gebäude das aufgebrochene Ende einer alten Gasleitung. Also kneife ich mein gesundes Auge zusammen und bete zu Kennedy, Jeebus und Cash. Und ich drücke auf den Abzug. Und meine Kugel fliegt durch die Luft wie ein Falke zu einem Kaninchen. Kaka! Es kratzte am Rohr und bumm! Eine ganze verdammte Horde ging in Flammen auf. Kein einziger von ihnen war übrig. Die Holzmonster haben mich danach nie wieder belästigt. Interessant. Okay, also doch nicht nacheinander. Oder teilweise. Ein Haus draufgeschmissen. Wieso muss ich an den Anfang von Final Fantasy X denken, wo ein Haus umkippt? Egal. Mehr Geschichten. Die wird dir gefallen. Ja. Fragst du dich jemals, wie die Welt war, bevor die Holzmonster kamen? Nun, setz dich hin und hör zu. Die Welt war voller Leute. Es waren Millionen, vielleicht sogar Milliarden. Nun, man konnte nicht niesen, ohne jemanden damit im Gesicht zu treffen. Nun, diese Leute waren damals nicht wie wir heute. Sie hatten so viel zu essen, dass sie es zum Spaß taten.
Sie kamen zusammen, um zusätzliches Fleisch zu essen. Sie hatten Spare Ribs. Sie nannten es Barbecue. Sie waren immun gegen alle Arten von Krankheiten. Und jeder von ihnen, jeder, hatte einen Hundewelpen. Und dass ihre Welt von einem, lass mal sehen, einem, ach, ey. Ja, dazu komme ich gleich. Und die Welt wurde regiert von einem, lass uns mal sehen, wie heißt das? Tyrann? Ein Präzedent, genau so hieß. Das ist das Gleiche. Die ganze verdammte Welt wurde von dem Präzedenten der verengten Schaden der USA regiert. Damals war es eine bessere Zeit. Die Leute lösten ihre Streits, indem sie zusammenkamen, sich die Probleme des anderen anhörten und versuchten, sie gemeinsam zu lösen. Ich denke jedoch, das ist das, was der junge Bo mit diesem Ort versucht. Nicht wahr? Er hat sich bisher auch nicht schlecht geschlagen. Ich denke, man muss schlechte Zeiten durchmachen, um immer wieder zu den Guten zu gelangen. Sie sind immer da und warten, bis man sie wieder findet. Okay, wenn du sagst, mehr. Die wird dir gefallen. Ich erzähle seit Jahren Geschichten über die Ford-Familie. Was sie betrifft, überrascht mich nichts mehr. Wie die alte Kommandantin Ford, die hier früher die Station geleitet hat, sie war die jüngste der Familie. Sie ist diejenige, die den größten Teil dieser Stadt zusammengebracht hat. Es heißt, sie sei tot und vergraben. Aber die Wahrheit kennt niemand. Die alte Kommandantin war die jüngste, aber nicht die letzte. Der alte Ford, ihr Großvater, ist immer noch hier in der Stadt. Der verrückte alte Mann ging und kämpfte gegen die Holzmonster und überlebte. Ihre Großmutter war selbst halb Saat. Die Leute nannten sie die Saatmutter. Und eines kann ich dir sagen. Sie war total wirr im Kopf. Was bei den Fords hervorsticht ist, sie sterben nicht. Nicht ein einziger von ihnen. Ich meine, alle dachten, der alte Ford sei schon vor langer Zeit gestorben. Aber hier ist er, wie alle anderen. Und es ist mir egal, was die Leute sagen. Ich schwöre auf das Leben meines ungeborenen Bruders. Die anderen Forts sind sicher auch noch irgendwo da draußen. Okay, wenn du das sagst. Und er ist nicht mehr hier, aber er wäre noch hier, theoretisch. Also altersbedingt weiß ich, was du meinst. Die hier ist gut. Damals, als die Erde zugrunde ging, ließ sich ein Drache, ein echter Saatdrache, dort drüben nieder, genau wie in alten Märchen. Es begann in den Stationen, verstehst du? Private Verschwörungsfarmen des Militärs und so weiter. Dort stellten sie all ihre Waffen her und führten Experimente durch. Und genau wie in diesen Geschichten hat es... Was hat es? Eine... Hey, Vorsicht! Also... Und genau wie diese Geschichten hat es eine Weile gedauert. Hat eine Weile gedauert. Ein Ritter war erforderlich, um diesen Drachen zu töten. Oh, aber der Drache war wirklich schlau. Er wusste, dass der Ritter Hilfe benötigen würde. Also bot er sie an. Jep, jep, jep. Der Drache nahm die Form eines sprechenden Baumes an und sagte dem Ritter, er müsse zuerst alle anderen Bestien erlegen, bevor er den Drachen töten könne. Ein Zyklops, eine lebende Statue, wie nennt man das noch gleich?
Ein Golem? Oh, nun, der Ritter hat sie alle erschlagen. Aber die Sache war die, dass diese Bestien den Drachen nicht beschützten. Sie hielten ihn in Schach. Als sich der Drache schließlich zeigte, war er zu stark für den Ritter. Körper und Geist waren erforderlich, um die Stärke des Drachen in seine umzuwandeln. Okay, meinetwegen. Ich meine, von irgendeinem Drachen wurde ja schon im ersten Teil geredet. Naja. Und es gab einen zu bekämpfen, aber weil ich sie auch so offiziell als Drache zählte. Naja. Lass mich mal sehen. Denk nach. Habe ich dir jemals vom Phantomkönig erzählt? Nein, es ist kein Buch. Es ist echt, sag ich dir. So echt wie jede verdammte Geschichte, die ich kenne. Er ist König einer anderen Welt. Verstehst du? Und seine Welt wurde von der Saat überrannt. Genau wie unsere. Weißt du, Rom? Oder sie würde überrannt werden. Der Phantomkönig brachte sein Volk zusammen, um so viel Macht wie möglich aus seiner eigenen Umpa-Lumpa-Sonne zu ziehen. Er benutzte sie, um eine Waffe für sich herzustellen. Als die Saat auftauchte, feuerte er das verdammte Ding ab. Nun, der König, er wusste, was passieren würde, aber er sagte es niemandem. Diese Waffe würde nicht nur die Saat verbrennen. Nein, sie hat die ganze düstere, verdammte Welt versenkt. Hat die Holzmonster zur Hölle gejagt, sein halbes Königreich getötet und die andere Hälfte unkenntlich gemacht. Und deshalb trägt er ein Tuch, weißt du? Denn er hat sich dabei zwar verdorben, aber er will nicht, dass man sein verstümmeltes Gesicht sieht. Das klingt nach Rom und dem Endboss dort. Naja, wenn man ihn bekämpft. Mehr Geschichten, es verschwende mehr meiner Zeit. Also, ich mag eine gute Geschichte wie jeder andere. Wahrscheinlich sogar mehr als die meisten. Aber selbst der alte Matschzahn kann nicht ewig quasseln. Lass mich ein wenig ausruhen und später sehen wir weiter. Okay. Ich bin hier, um sie zu beantworten. Der Eintopf. Na gut. Mach's gut. Dann haben wir noch nichts, oder? Hallo nochmal. Ich hoffe, du willst Geschichten hören. Von denen habe ich reichlich. Echt? Hast du wirklich noch welche? Diese alte Matschbirne hat vielleicht ein oder zwei Antworten für dich. Na ja, gut, komm. Mal sehen, ob wenn es wiederholt, dann nicht. Hab doch gesagt, das sind keine Anekdoten, sondern historische Fakten. Ich kann mir hier also nicht einfach was ausdenken. Lass mich eine Weile nachdenken. Später habe ich bestimmt was Gutes für dich. Na gut. Man sieht sich dann. Noch nichts bekommen. Oh. Ja, da das so lange gedauert hat, dann habe ich spontan nebenbei gegoogelt, wie viele Geschichten es gibt. Zu viele. Schön, dich zu sehen. Manches davon könnte sich als... Was hattest du nochmal? Ach, genau, Ringe. Hast du was Relevantes? Feuerschaden? Nee. Was bist du denn? Röchstein. Wenn diese geworden werden, folgt eine Explosion in einem Radius von 4 Metern, die 100 Schaden verursacht und eine mysteriöse Nebelwolke zurücklässt, die verursacht 10% zusätzlichen Schaden bei Gegnern. Laufzeit der Debuff 10 Sekunden nach dem Gegner den Nebel verlassen haben. Okay. Debuff, der mehr Schaden, den Schaden. Schmeiße ich lieber so ein Ding und hab damit 600 garantierten Schaden. Wobei. Wird der gerne Tausende davon kaufen, aber dafür reicht's Geld nicht. Will ich ein oder zwei haben? Für einen Bossverkampf oder sowas? Sag mal ja. Wenn du Vorräte brauchst, ja, ist der alte Reggie für dich da. Also, wenn es wirklich einen Bosskampf gibt. Dann wäre das vielleicht genau das, was ich brauche. Aber erst einmal, hallo. Ja. Danke. Yippie, du bist zurück. Yay. Also gut. Schau mal, ob ich dieses Item nochmal bekommen kann. Egal, Heilender Schuss.
Kann ja auch im Boden geschossen werden, zum selber reinlaufen. Ne? Wenn kein Boden getroffen wird, bleibt sie bestimmt. Komm. Auch rein. Ja, so. Ja. Oh, direkt ausgerüstet, sehr freundlich. Hm. Noch ein Schatzpunkt, da war ja was. Weiß noch nicht wohin. Jetzt hab mehr Mod-Aufbaurate, wäre nicht verkehrt. Fähigkeit Schaden, gut, dann reicht aber auch. Hier, komm. So, ich wollte eigentlich nur den Mod haben. Und den beiden ist umgeschaut. Passt schon. Zuletzt Besuch, ja. Wie lange war ich jetzt bei ihm? Halbe Stunde? Oh, scheiße. Okay, gehen wir es an. Nur ist ein Respawn. Der Sinn, auf das Ding zurückzuwechseln. Ich sehe keinen wirklichen Unterschied. Und das ist mehr für kleinen Schaden auf viele Ziele oder sowas immer wieder. Naja, mal sehen. Oh nein, ist das eine Boss-Arena? Das ist unser erster offizieller richtiger Boss. Außer dem Tutorial-Boss, aber naja. Ein Thema offizieller erster Boss. Inventar. Wir können ja mal vorbei. Was mal so. Ich weiß ja nicht, was die Gegner machen. Nicht, dass er hier, ne? Ach, wir haben so ein Ding sogar. Vor langer Zeit waren sie bei Jugendlichen der Pan beliebt. Sie werft sie die kleinen Stelle bei Feiern und Ritualen fröhlich auf den Boden und oft auch aufeinander, okay. So, ja, sich gegenseitig bewerfen macht Sinn. Also macht Sinn für Jugendliche. Junge Rebellen, die jetzt ausgewachsen sind, lernen schnell, dass alle Dinge zu Waffen geformt werden können. Egal wie bescheiden oder infantil. Waffen mit denen die ewigen Lebenden, die so lange von ihnen eigentlich in Kindern getrennt waren, niemals recht gerechnet hätten. Wow. Der Satz, ja, er macht Sinn, aber war. Oh oh. Ich habe ein bisschen Sorge. Da sitzt wer? Ich verdrehte Kartonei. Ich sollte einfach mal hingehen und gucken. Vielleicht redet die Person ja mit mir. Boah, ich einfach mal schieße und wer weiß, was passiert. Guten Tag. Du siehst tot aus. Never mind. Holz. Ah. Holz. Hey. Ja!
Ich. Vorbei. Ja, denke ich mir auch gerade. Ich hätte gedacht, dass der Melee-Skill für den Boss scheiße ist. Naja. Also unsere beste Schadensquelle ist nun mal unser Nahkampf. Und naja. Egal. Ich kann zumindest behaupten, first try. Was heißt behaupten? Das ist die Wahrheit. Auf hier. Ich würde gerade sagen, auf hier Kisten. Loot gibt es halt vom Boss. Das kann ich wahrscheinlich einen Mod mitbauen. Hm? Hätte sein können. Yeah. Die hätte eine Wand sein können. Also, es ist eine Wand, aber. Eckwand. Na dann. Raus da. Da wir so viel Matt-Tooth-Zeit verschwendet haben, machen wir einfach mehr und gut ist. Ja. Nicht, dass es irrelevant wäre. Neue Checkpoint, okay. Demtein, Monstrosität, Flötenspieler. Ja, die Mission alle. Schöner Punkt. Vielleicht soll ich mein Leben einfach mal erhöhen, damit meine Heilungen auch mehr heilen. Es lohnt sich halt so wenig. 3 HP, ey. Egal, komm her. Brenner Wald. So ein richtiges Gebiet, wa? Sehr großes Gebiet. Naja, wir gehen einfach ein Stück. Oder, komm, wir gehen kurz schauen, ob wir einen Mod bekommen oder ob wir die kaufen müssen jedes Mal. Ich gehe mal davon aus, also, das eine ist offen. Was willst du jetzt? Wir gucken, ob du... Gut, lass mal sehen, was du hast. ...was tun kannst. Das ist was Neues und es kostet trotzdem Geld. Okay, was ist das? Ruf dein Auge der Legion herbei. Das ist das Ziel. Das. Doppel S. Das ist das Ziel des Spielers beobachtet. Für alle bla, in denen sich starrer Blick auf dein Ziel innerhalb von 15 Meter konzentriert, wird ein Stapel Wahnsinnsstatus für 5 Sekunden angewendet. Jeder Stapel ursacht 3 Schaden pro Sekunde. 10 Stapel maximal. Aber das, also macht, ist das Ziel des Spielers beobachtet. Was ist mein Ziel? Es gibt ja kein Anvisieren, also alles, wo ich nur meine Waffe draufhalte, oder? Naja, komm. Mitnehmen, ausprobieren. Yay. Mach dich vom Acker, Fremdling. Ich hab zu tun. Wirklich. Diese Unfreundlichkeit von ihr war schon damals immer zum Kotzen. Na gut, lass so. Schauen wir uns da mal an. Wenn es jetzt AOE-Schaden macht, weil alles ich automatisch anvisiere, was im Blick ist. Wäre cool. Ja, Wahnsinn, hat er mir auch Schaden gemacht?
Also ich habe die Leiste gesehen, wie sie voll geworden ist, aber ich habe nicht drauf geachtet, ob ich jetzt Schaden währenddessen bekommen habe. Ich hatte mir so eine Panik, oh, wenn das voll ist, was passiert? Nicht richtig? Ja. Sie kommen! Bist du ein Feind oder ein normaler Vogel? Du bist rot, also Saatvogel wahrscheinlich. Oh nein. Da. Okay. Ja. Oh. Verdammt. Wir wissen, ob du was tust, wenn ich nicht aufgucke. Also wenn ich nicht ziele. Hier ist was Gegnerisches. Scheinbar muss ich wirklich auf Ziel. Na gut. Das würde die Beschreibung mein Ziel beschreiben. Weiß ich Bescheid. Ist jetzt nichts, was ich unbedingt haben wollen würde. Oh, come on. Scheiße! Echt den falschen, die falsche Klasse gewählt. Alles ist Anti-Mark. Nicht wirklich. Ja. Ich dachte mal nicht, dass dort jetzt am Weg noch was war. Kein Item oder sowas. Kiste, siehst du? Siehst du. Wirklich sind doch noch was. Noch was. Na gut. Und der Ring heilt uns jetzt eh voll, wenn wir durchlaufen. Yay. Jetzt haben wir gehen bis zur Mitte. Werden wahrscheinlich auch noch einen Safe-Punkt finden. Hoffentlich. Oder auch nicht. Zur Mitte rennen. Ist wieder zu ruhig geworden. Und Gegner. Hallo. Sollte die Viecher sein aus dem ersten Teil, die mal nach einem gerollt und geflogen sind? Ähnlich. Nicht eine Kopie 1 zu 1. Und wenn das mal inspiriert davon, ne? Komm, lass den Kampf zu Ende sein. Ich muss nach jedem Winkel, nach jedem Item gucken. Ne? Und nach Geld und nach Häusern. Materialien. Ah. Also, dieser Scheiß vom Timing her. Aber egal. Ich bin ein hirnloses Draufhau-Ding. Das ist nicht so scheiße. Ah. Was für eine Zeitverschwendung. Schade. Gut, was gelernt. Nicht jede Ecke ist sinnvoll. Ja gut, hätte man auch so wissen können. Na gut, ist das da eine Leiter oder ein Safe? Das ist eine Fahne. Ist das Missionsziel? Weiß ich nicht. Oh. Verdammt! Ja, denke ich mir auch gerade. Ach,
mit einem Event sein oder sowas. Gab es ja damals auch Events. Da ist eine Tür. Da ist der Checkpoint. Okay. Nehme ich jetzt den Checkpoint. Und wenn ich es denn kann. Gut. Und ob ich dann noch weitermache, wird sich zeigen oder nicht. Also wenn jetzt noch was innerhalb von 5 Minuten fertig wird, dann bleibe ich. Na gut, du siehst feindlich aus. Saatnexus. Hätte gedacht, dass blindes Draufzergen nicht funktioniert. Okay. Kein Fan von dem, da muss ich halt draufziehen die ganze Zeit. Das ist der nichts für mich, der Mod. Nicht in der Situation. Oder ich halte mal drauf und vielleicht ist das ja genau das, was ich brauche. Und Schaden konzentrieren. Sieht echt nichts, wenn man den Ruhe gibt. Ist ja ein bisschen cheesy. Na gut. Na gut, dann chillen wir ein bisschen. Ich könnte jetzt theoretisch sogar im Kreis laufen und endlich lange, bis ich voll geheilt bin. Ja, ein bisschen cheesy kann man sein, ne? Dieser ist von Wappens.
Den wollte ich. Bitch. So, wir müssen beruhigen. Alles gut. Oh, schon fast das gedrückt. Wie muss das sein? Ja, what? Komm. Testen wir sogar mal Blutfäule. Wie das denn heißt. Na, wer kommt? Niemand? Stirb. Blutsbande. Na, wo ist der Gegner? Wer ist gekommen? Oh. Was ist das Neues? Bitches! Heiliges Ei. Okay. Amulett. Jetzt bin ich mal in Ruhe, weil ich jetzt save und beenden wollte. Heilige Scheiße! Genau. Kurz geguckt, was wir bekommen haben. Amulett. Heiliges Ei. Wenn mindestens 30% des Magazins einer Schusswaffe ausgegeben werden, um Schaden zu verursachen, erhöht sich der Nahkampfschaden um 10% für 7 Sekunden. Fünffach stark. Das heißt, wait. Wenn mindestens 30% des Magazins einer Schusswaffe ausgegeben wurden, um Schaden zu verursachen. Okay, dass das nur so kurz anhält, ist komisch. Wenn sich der Nahkampfschaden um 10% versucht. Klingt zwar geil mit den stapelbaren Schaden, aber wenn du dafür den Nahkampf immer unterbrechen musst und schießen musst, ich bin noch nicht sicher. Kommt mir komisch vor. Das heißt, du musst schießen und treffen, im Idealfall kleine Magazine benutzen, um Stacks zu sammeln. Dann immer wieder mal. Ach, wenn es länger halten würde, würde vielleicht, aber so. Heiliges Ei, Amulett, pulsierender Kristall. Versteckt sich in einer Hülle und ragen nüchtern aus der Spitze heraus. Die Sprösslinge, die das Sonnenlicht suchen. Die Runen werden von einem Riester auf beiden Seiten eingeritzt, wurden, um das Wachstum der Kristalle anzuregen. Kristalle sind hier komisch. Die Kristalle sind Geschenke von Yesha selbst. Und doch abscheuend ist die Ahane, die Ghoul mit nur einem Käsestein ihrer Macht zu sehen und zu überwachen die Priester den Abbau von Kristallen mit großer Strenge. Die Erleuchteten befürchten, dass die Rebellen sie die wahre Macht der Kristalle für sich nutzen können oder eine Macht, die größer ist als alles, was sie selbst kennen. Na gut, ich werde es einfach mal ausrüsten und dann schauen wir, ob es nutzbar ist, richtig, auch wenn dafür das Geld dann weggeht, egal. Wir haben was Neues gelernt, wir haben mal was gelernt. Archetypen-Beschwörungen absorbieren 0% des zauberwirkenden Schadens. Ah, das, vielleicht war das die Idee dahinter. Die Viecher haben den Schaden absorbiert auf dem Ding. Nur waren die Viecher dort. Ja gut, und ich habe kein Pet. Wäre ich jetzt die Helferklasse, dann würde das halt Sinn machen. Archetypen-Beschwörungen absorbieren, ja. Ah ne, Beschwörungen. Ah, Mod-Beschwörungen. Aber ich habe noch keinen. Never mind. Anyway. Wir haben überzogen, wir sind raus. Ring Matu, überzogen.